In diesem speziellen FAQ-Video schauen wir uns einmal Fragen an, die ihr uns zum Thema P2P gestellt habt. Wir werden uns anschauen, wie denn P2P-Plattformen wirklich Geld verdienen, ob denn die Rückkaufsgarantie auch bedeutet, dass es wirklich komplett risikofrei ist, bei wie viel Rendite wir derzeit mit unseren P2P-Investments stehen und wie sich P2P-Kredite gegen das Risiko einer Insolvenz absichern. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute haben wir mal ein Ergänzungsvideo zu unserer P2P-Serie, die wir euch ja vor einigen Monaten produziert haben. Unseren P2P-Kurs findet ihr, wenn ihr hier oben auf die Infokarte klickt, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass das 7. Video von unserer P2P-Serie immer noch nicht produziert ist. Diesen P2P-Kurs haben wir im Sommer produziert und haben die letzte Lektion erstmal offen gelassen, weil es unser erster Kurs ist, den wir produzieren. Und mal schauen wollten, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir immer noch nicht die Möglichkeit gehabt, diese 7. Lektion zu produzieren, weil wir auch einige technische Schwierigkeiten zwischendurch hatten und relativ wenig Zeit. Bitte entschuldigt uns dafür. Wir werden uns aber alle Mühe geben, diesen 7. Teil des P2P-Kurses möglichst schnell online zu bringen. Kommen wir aber jetzt zur ersten Frage. Benny Zillertal wollte von uns wissen, ob denn die Kredite mit einer Rückkaufgarantie auch zu 100% risikofrei sind. Das ist ein besonders wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt, wenn ihr Kredite mit einer Rückkaufgarantie kauft. Solche Kredite gibt es zum Beispiel bei Mintos oder Twino, wo die Plattform euch einfach zusichert, den Kredit zurückzukaufen, wenn der Kreditnehmer 60 oder 30 Tage im Zahlungsverzug ist. Trotzdem ist es ganz wichtig, und das haben wir in unserem P2P-Kurs auch hoffentlich deutlich genug hervorgehoben, dass diese Kredite nicht risikofrei sind. Derjenige, der den Kredit herausgibt, der sogenannte Darlehensanbahner, schließt den Kreditvertrag mit dem Kreditnehmer und stellt es auf die Plattform Mintos. Mit dieser Rückkaufgarantie sichert er euch nur zu, dass er den Kredit zurücknimmt, wenn der Kreditnehmer nicht mehr ausfällt. Von daher stimmt es, dass ihr kein Risiko habt, dass der Kreditnehmer ausfällt, da das durch den Darlehensanbahner gedeckt ist. Aber Achtung! Es heißt nicht, dass ihr dann kein Risiko mehr habt, denn eine Garantie ist immer nur so gut wie sein Garantiegeber. Wenn es zum Beispiel vorkommt, dass dem Darlehensanbahner deutlich mehr Kredite ausfallen und er seine Garantie für deutlich mehr Kredite gelten muss und das dann vielleicht zu seiner Pleite führt oder er Abschreibung auf die Kredite machen muss, dann habt ihr auch einen Verlust mit eurem Investment, wenn, wie gesagt, der Darlehensanbahner pleite geht. Wenn ihr also eine Rückkaufgarantie habt, dann ist das Risiko minimiert, dass ein Kreditausfall sich direkt auf euch auswirkt. Ihr habt aber trotzdem noch das Plattformrisiko, was ihr nicht unterschätzen solltet. Wie wir in unserem Kurs bereits gesagt haben, sind P2P-Kredite eine risikoreiche Anlage. Deswegen könnt ihr auch hohe Renditen dort verdienen. Auf der anderen Seite seid euch aber auch dem Risiko bewusst und minimiert es maximal, indem ihr möglichst breit streut, in möglichst viele Kredite investiert und auch in unterschiedliche Plattformen investiert. Kommen wir zur zweiten Frage, die auch sehr interessant ist. Nämlich, wie verdienen P2P-Plattformen Geld, wenn sie denn keine Servicegebühren verlangen? Wenn wir uns deutsche P2P-Plattformen wie zum Beispiel AuxMoney oder Lendico anschauen, dann gibt es dort eine 1%ige Bearbeitungsgebühr. Hier ist es einfach ersichtlich, wie die P2P-Plattform Geld verdient, nämlich mit 1% des Volumens, was ihr dann investiert. Bei Plattformen wie Mintos ist das Investieren zum Beispiel derzeit kostenlos über den Primärmarkt und ihr müsst nur 1% bezahlen, wenn ihr über den Sekundärmarkt handelt. Trotzdem verdient Mintos Geld. Mintos nimmt sich nämlich einen Teil des Kreditzinses und kassiert auf der Kreditnehmerseite. Für Investoren ist Mintos sozusagen also kostenlos, außer ihr handelt über den Sekundärmarkt. Dann habt ihr eine kleine Gebühr von 1%. Wenn ihr über den Primärmarkt handelt, ist es allerdings kostenlos und Mintos verdient sein Geld auf der Seite der Darlehensanbahner. Auf der anderen Seite kann es sein, dass diese P2P-Märkte auch auf Seiten der Kreditnehmer eine gewisse Gebühr verlangen, wie zum Beispiel eine Bearbeitungsgebühr. Bei AuxMoney ist das zum Beispiel der Fall, was eine zusätzliche Einnahmequelle ist. Von daher denke ich, es ist ein ganz gutes Geschäftsmodell der seitens der P2P-Plattform und wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen, wie sie ihr Geld verdienen. Kommen wir zur dritten Frage, die uns Pflanzentisch gestellt hat. Er hat sich einmal über das Insolvenzverfahren von Mintos informiert und wie denn die tatsächliche Abwicklung ist im Falle, dass Mintos pleite gehen sollte. Das ist eine gute Frage. Schauen wir uns doch mal an, wie Mintos da vorbeugt. Jeden Monat übermittelt Mintos das sogenannte Loanbook, also das Buch, wo alle Kredite drin enthalten sind, sowohl wer das Geld bekommen hat, als auch wer da rein investiert hat. Dieses Loanbook wird jeden Monat an einen Notar übermittelt. Sollte Mintos pleite gehen, ist dieser Notar also beauftragt, für die richtige Abwicklung der Kredite zu sorgen. Denn auch wenn Mintos pleite gehen würde, sind die Kreditnehmer ja immer noch verpflichtet, ihren Kreditschulden nachzukommen und Zinsen und Tilgungen zu zahlen. Dieser Notar wird sich dann also darum kümmern, dass sowohl die Kreditnehmer zahlen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Investoren ihr Geld bekommen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Website von Mintos. Den Link habe ich euch mal unten in die Beschreibung gepackt.
Die Frage ist nun, wie zuverlässig ist dieses System? Leider kann man hierzu keine Antwort geben, da es noch keine Kreditplattformen gab, die wirklich pleite gegangen sind und wo dieser Mechanismus funktioniert hat. Gut ist aber auf jeden Fall, dass Plattformen wie Mintos sich darüber Gedanken machen, was denn im Insolvenzfall passiert und wenn es dann tatsächlich einmal kracht, dann werden wir sehen, wie es weiterläuft. Grundsätzlich ist eine Insolvenz von Mintos aber als weniger schädlich einzuschätzen, weil Mintos ja nur ein Kreditmarktplatz ist, wo die Darlehensanbahner ihre Kredite anbieten. Viel riskanter ist es, wenn die tatsächlichen Kreditanbahner pleite gehen und dann die Kredite in der Luft hängen und ja, ihr zwar investiert habt in einzelne Kredite, aber ja, die nicht die Möglichkeit habt, diese Kreditschulden einzutreiben, da ihr nicht jedem einzelnen 10-Euro-Kredit für ein Auto in Georgien hinterherlaufen werdet. Von daher ein guter Mechanismus, hoffen wir, dass er niemals zum Tragen kommt, aber wie gesagt, das Investieren in P2P-Kredite hat gewisse Risiken, seid euch dessen immer bewusst. Kommen wir zur vierten und letzten Frage dieses FAQ-Videos. Hansi hat festgestellt, dass es einige Videos gibt, wo Mintos ja mit 12% Renditen verkauft wird und fragt, ob das denn eine zuverlässige Quelle ist. Wie ihr in unserem P2P-Kurs sehen konntet, haben auch wir eine Rendite von 12 und mehr Prozent erzielen können. Derzeit stehen wir bei 15,7% Rendite, was auch zeigt, dass ja, 12% und sogar darüber hinaus gut möglich ist. Grundsätzlich sind die Zinsen auf Mintos zunächst einmal sehr hoch, weil die Kredite ja in Osteuropa herausgegeben werden und es dort kein so gut funktionierendes Bankensystem wie bei uns gibt und von daher Leute auf Alternativwege angewiesen sind und dafür auch höhere Kreditzinsen bereit sind zu zahlen. Auf der anderen Seite verlangen wir Investoren natürlich auch etwas höhere Zinsen, weil wir in Osteuropa, also in einem etwas risikoreicheren Bereich, investieren. Darüber hinaus hatten wir noch einen ganz guten Renditebooster, dadurch, dass wir am Sekundärmarkt handeln und dort grundsätzlich all unsere Kredite mit einem kleinen Aufschlag anbieten. Das Geld, was dann wieder auf unser Konto kommt, wenn wir einen Kredit verkauft haben, wird dann automatisch wieder durch den Autoinvestor angelegt. Also ja, 12% Rendite und mehr sind definitiv möglich beim Investieren in P2P-Kredite. Allerdings, und das habe ich jetzt bei fast jeder Frage erwähnt, passt immer auf mit dem Risiko, streut möglichst breit, versucht immer die Mindestinvestitionssumme je Kredit zu investieren und versucht auch möglichst auf vielen Plattformen zu investieren. Bei Mintos habt ihr den Vorteil, dass ihr eine ganze Reihe von Darlehensanbahnern habt. Ich glaube, mittlerweile sind es schon über 10 und damit könnt ihr auch nochmal sehr gut euer Risiko diversifizieren, indem ihr auf verschiedene Darlehensanbahner, auf verschiedene, ja, Kreditanbieter setzt. Das war schon unser FAQ-Video zum Thema P2P. Wenn ihr unseren Videokurs noch nicht gesehen habt zu dem Thema, dann schaut doch unten in die Beschreibung, dort habt ihr nochmal den Link. Ansonsten dürft ihr dieses Video gerne liken und weitere Fragen in die Kommentare posten. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir zu helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben. Bis zum nächsten Video.